Hallo, Arnold. Ich hoffe, du trinkst nicht das schmutzige Wasser aus dem Fluss. Gut gemacht, Arnie. Schmutziges Wasser ist die Hauptursache für alle Krankheiten auf der Welt. Aufgrund des Konsums von schmutzigem Wasser sterben jedes Jahr weltweit 3,4 Millionen Menschen. Das ist fast dreimal so viel wie bei Autounfällen und 20% mehr als durch Fettleibigkeit. Gut, du hast Was? Ökoaktivisten haben alle deine Plastikflaschen mitgenommen. Jetzt hast du kein Wasser mehr. Aber ich sehe, du bist durstig. Trink nur nicht aus dem Fluss. Siehst du die Zeichen nicht? Oh, Arnie, das wirst du noch bereuen. Ein Tropfen aus dem Ganges enthält 3,5 Millionen E. coli-Bakterien. Das ist das 110-fache der Norm. Trotzdem trinken 40% der indischen Bevölkerung eine halbe Milliarde Menschen aus dem Ganges. Und natürlich gibt es noch andere schädliche Elemente. Arnie, wo bist du? Oh, okay, ich verstehe schon. Leichter Durchfall, das ist erst der Anfang. Es wird noch stärker werden und stärker. Und das ist bereits ein Problem. Du musst investieren. Du hättest aber auch einfach das Flusswasser reinigen können. Du kannst Flusswasser durch Gewebe reinigen. Das filtert Sand und Schmutz heraus. Durch das Abkochen werden 99% der schädlichen Mikroorganismen abgetötet. Und die effektivste Methode ist die chemische Reinigung. Zum Beispiel mit Chlortabletten. Was glaubst du, wie so ein Wasser schmeckt? Du hast auf den Discovery Channel geschaut, oder? Wenn es nichts zu trinken gibt, greifen die Reisenden tatsächlich auf Urin zurück. Aber in diesem Fall ist das wegen deiner Dehydrierung nicht möglich. Und ein Mangel an Kraft. Oh, Arnold, da bist du ja. Nette Leute haben dir geholfen. Wie lecker das Wasser ist. Aber lass dich nicht unterkriegen. Es gibt einen schmalen Grat zwischen Liebe und Hass. Lauf, Arnie! Glaubst du, du hast Glück gehabt? Nun, du liegst falsch. Wieder einmal.